Herzlich willkommen zurück zu Overwatch mit Gorobai und mir, Gronk. Hallo. Gorofias. Gorofias. Mit die Boys, wie wir auch genannt werden. Und der Gorobai ist jetzt ganz super unterwegs. Mit einer 2070. Super. Ja, wir haben uns entschieden, dass das die richtige Wahl war. Hier, bist du jetzt schizophren oder was geht da? Ja, du und ich. Ja, du und ich, wir beide. Wir zusammen. Du hast gesagt, dass das Einzige, was sich lohnt. Das Einzige würde ich jetzt so nicht sagen. Also im Vergleich zu der 280 hast du gesagt. Ja. Ich mach dir da Heilung rein. Okay, Lucio hat seine Ulti gemacht, da kann ich leider nicht... Mercy hat geultet, lol. Ja. Und mach mich jetzt. Ja, und jetzt spiele ich Overwatch auf Ultra. Weiß nicht, ob man da jetzt einen Unterschied sieht. Ein richtiger Overwatch Ultra ist der Goro jetzt. Ja. Ich hatte vorher, weiß ich nicht, High oder so, also von daher. So groß ist da, glaube ich, der Unterschied nicht. Ich spiele immer noch auf High, weil ich dann lieber auf die 144 FPS gehe, obwohl er die gerade auch nicht schafft. Keine Ahnung warum. Aber bei meinem Ding ist bei 60 FPS gelockt. Liegt das am Bildschirm? Ja. Du hast halt nur ein 60 Hertz Bildschirm. Hast du ja. V-Sync an? Dann sowieso. Ne, V-Sync immer aus. V-Sync immer aus, Junge. Weißt du doch. Ah, ich hänge. Ich hänge! In einer Trap oder so, oder? Ich heil dich! Ja. Ich hing trotzdem in der Trap. Und ich dachte, ich hinge in der Tür fest, aber ich hing in der Trap. Ich hab dich ja geheilt. Der alte Morrow-Spieler hier. Und schon heiß auf den neuen Torbjörn-Skin. Ah, ich weiß nicht. Alle so, ja, endlich hört Overwatch auf die Community. Ich weiß nicht. Jetzt auf dem PTR ist gerade online gegangen die Roll-Logs. Die was? Die Roll-Logs für Ranked. Okay. Kannst dich jetzt als Tank anmelden. Aber 70% der Spieler werden eh auf DPS gehen. Aber das gab's doch vorher auch schon, oder nicht? Dass du nee, das sind richtige Logs. Achso. Du meldest dich als DPS an, du kannst nicht Heiler picken. Aber das gab's vorher auch schon. Ja, aber jetzt kannst du es, glaube ich, solo. Das ist überarbeitet jetzt. Ach so. Ja, gut. Ich habe das vorher auch schon mal gemacht und das war total, total bescheuert. Also ich fand's total bescheuert. Healing Bubble geht auf raus. Ja, ja, ich gehe wieder. Ulti von Lucio. Ich hab Ana gejagt. Ich hab das, was ein Winston tun soll. Lol. Tu es, Goro, töte sie alle! Ich bin gehypt, Alter! Jawoll! Töte sie. Geht raus an die Haters! An die Haters. Noch 60 Sekunden. Hamster. An die Haters, die gesagt haben, Gorobai kann nicht Morrow spielen. Das sagen die doch immer nur bei mir. Oh, scheiße. Ja. Ja, schon wieder eine Woche um, aber es fühlt sich gar nicht mehr wie eine Woche an, seitdem ich jetzt hier beim Stream dabei war. Ja. Noch einmal. Die kriegen den Punkt. Belasten. Nein, kriegen sie nicht. Kriegen sie doch nicht. Ja, nee, der Hammond ist sehr low. Der Hammond ist abgehauen. Ich block ihn, der kommt nicht raus. Der Lucio kam doch nicht hin.
Ich hab mich in die Tür gestellt und Hammond kam nicht raus. Oh, und Diva kam nicht raus. Und Hammond lief rückwärts die ganze Zeit gegen mich und denkt sich, warum komme ich hier nicht raus? Warum geht da nichts? Voll blöd für ihn. I am Noob. I am Noob. Mega Nanos. Die ging einmal auf mich. Oh, ich hab Fairness gekriegt, Alter. Ich war richtig fair. Ich sehe da keinen Nano auf den Genji. Ich sehe da die Zielfortschritt-Kills, die sich gewaschen haben. Ja, nice. So richtig haben typisch wir... Moira, so mehr Kills als Heilung. Ey, ich habe glaube ich auch Goldheilung. Oder? Ja. Gold Zielfortschritt-Kills, Gold Zielfortschritt-Zeit und Goldheilung. Warst du aber der einzige Heiler, oder nicht? Ne, wir hatten Ana. Ich nix von gemerkt. Und ich bin einmal gestorben. Nicht genug Spieler. Mittlerweile sind auch genug Spieler, ne? Da stand da oben. Ja, hab ich da ausgestellt, Skirmish. Wer heute noch mit Skirmish spielt, Alter. Skirmish. Ich find's nämlich blöd. Da will ich lieber im Menü warten, weißt du? Im Menü. Warst du nicht früher Verfechter vom Skirmish? Nee, ich hab das immer gehasst. Dann war das meine Freundin. Ich glaube ja. Weil wenn sie die Gruppenleiterin war, haben wir immer Skirmish. Ja, stimmt, da haben wir uns immer aufgeregt. Ich hasse Skirmish. Und dann denkst du, oh, die Runde fängt an und dann Skirmish. Ja, und dann fliegen die Leute so raus und du machst eigentlich nichts, außer rumzulaufen. Ja. Und Leute killen. Mit Helden, die sie nicht spielen können, weißt du? Und es ist halt. Es ist scheiße, Skirmish. Skirmish ist scheiße, ich sag's jetzt, was es ist. Ja, Event, Nephias. Was sagst du dazu? Jeff Kaplan hat gesagt, ich hab den Hammond-Skin schon. Jeff hier vom The Overwatch-Team. We have listened to you. Ihr wollt kein Lucio Ball, ihr kriegt Lucio Ball. Lucio Ball ist halt so das Lämmste, was es gibt. Wie kommt man darauf, dass Lucio Ball cool ist? In der ersten, also allererstes war es hammerwitzig. Zweites Jahr. Drittes Jahr. Oh. Ja. Und jetzt viertes Jahr. Das ist das vierte Jahr mit den Summer Games. Kann man da jetzt irgendwie Hammond spielen im Lucio Ball? Weil Hammond da so prominent war im Trailer. Nee. Das wäre cool. Kannst ja Ball spielen nicht. Und die voll manipulieren. Wir können ja heute eine Folge Lucio Ball machen. Nein. Eine Folge Lucio Ball. Nein. Daumen nach oben da lassen, wenn ihr das möchtet. Ist ja, das gut, Event dann noch die da? Folge ja, kommt, haben wir das Event vielleicht schon weg. Nee, das ist dann noch da. Abstimmung, jetzt hier im I. Alter, die Widow. Widow geht ab. Nichts hält sie an Boden. Man nennt mich McCree. Nichts hält sie am Boden. Oh wow, Moira, hammer nice. Mir stirbt keiner weg. Der hat den Hack geregelt. Oh, voll in den Reflect rein. Ja. Aber ist keiner gestorben. Wie ein echter Champion, weißt ja. du? Natürlich siehst du das in dem Moment auch wieder. Du bist so gut mit Widow. Nee, gerade nicht, weil ich nicht warm gespielt bin. Ach, fick dich. Ich bin so schlecht mit Roadhog. Ja. Do you even hit the other Widow? Nee, macht er nicht. Nee, weil dann Genji war. Und die Widow hatte Vision, weißt du? Da gehe ich nicht raus. Oh lol. Wir kriegen so hart aufs Fressbrett. Und das kann dir doch scheißegal sein, weil wir Quickplay spielen, du Assi. Um das zu testen, hier in Ultra habe ich auch Quickplay gespielt. Und auch ernst gemacht. Quickplay ist das neue Ranked, Alter. Musst du da ernst machen. Da hab ich getroffen. Jetzt hab ich den Hanzo, weißt du? Und trotzdem sind sie nicht vorgerannt. Komisch. Ah, geht doch. Nein, ich bin gerade noch so verpunkt. Ah.
belasten. Belasten? So. Ich habe ja. Wir haben einen Zuschauer, der spielt. Oder der spielt. Der guckt kein Overwatch, der guckt aber alle unsere anderen Projekte. Da hat er heute in den Kommentaren geschrieben, weil er Minecraft. Weiß ich gar nicht mehr. Weil Technik kein anderes Projekt aus beiden kommt, außer Overwatch. Genau, und dann schreibt er, er findet das total doof, weil er liebt unser Gespräch, aber er guckt sich nie Overwatch an. Ja, gelitten. Ja, Borderlands klappt ja nicht, weil wir haben ja beide Urlaub zu anderen Zeiten. Was ist denn das? Warum nimmst du denn schon Urlaub? Also das ist jetzt... Das ist die krasseste Unterstellung, die wir an Irgendwie muss man das ja rechtfertigen. Wieso nimmst du jetzt schon Urlaub? Ich würde auch lieber was anders machen. Du kannst doch nicht verreisen jetzt zu den Preisen. Verreisen? Kriegen wir den Roadhog hier mal gekillt, oder? Weiß nicht. Heute eher nicht so. Alter, der Hanso. Gut, Goro. Hinter dir ist was dich putzt. Oder das da. Oh, sehr gut. Schubs ihn. Nicht in die Richtung. Schubskreis, Alter, Schubskreis! Lucio auch, Schubskreis! Ich nehme den Punkt ein. Hanso, Schubskreis! Oh, ich bin abgebrochen. Guter Schubskreis, Goro. Guter Schubskreis. In die andere Richtung, sagst du. Er hat sich aber umgedreht. Ich hab nur geschubst. Ich hab nur Schubskreis gemacht. Ja, Borderlands kriegen wir trotzdem hin. Ich predikte, wir kriegen Borderlands hin. Hat Roadhog einen Abgang gemacht? Ja. Hat ihn aufgeregt mit der Ult, glaube ich. Der reflektende Genji, weißt du, das ist als Winston Genugtuung. Da Overload. Einfach rein zu britzeln, ja, und er kann nichts machen. Ja. Und denkt sich nur, scheiße. Und Genji steht dann da so. Reflekt. Oh, hier ist Jeff from the Overwatch Team. We buff Genji. He has now foil on his sword. To reflecting Winston's weapon. Ja, ganz genau. We have decided that Genji is too weak against Winston, so... Yeah, he got foil around his sword to deflect Winston's... So. Electricity. Das Schlimme ist... Das könnte so kommen. Das macht Jeff nur, weil das sein Lieblingscharakter ist. Charakter. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Jeff Overwatch spielt. Wie das aussieht. Meinst du, der flucht dann auch? Ja, klar. Er ist wahrscheinlich hier Recommended Stufe 1 oder so. Ich bann dich! Du Schwein! Ich bin Jeff! Meine Uhr hat mich abgelenkt. Verdammt, jetzt vibriert. Und dann habe ich drauf geguckt. Das muss so sein wie damals bei. Ich weiß nicht, war es Garry's Mod oder Team Fortress? Da, wo du mit dem Entwickler spielen musst. Ja. Und du kriegst das Achievement auch nur, wenn du. Also, entweder wenn du mit einem Entwickler spielst oder mit jemandem spielst, der mit einem Entwickler gespielt hat. Ja, das ist total Banane. Das war ein Einhorn. Alles Gute kommt von oben. Ja. Jo, alles klar. Boah. Okay, Schubskreis, Freunde, Schubskreis! Jetzt sie alle runter, Schubskreis runter! Jetzt! Lucio hat dich getötet. Der Lucio ist da auch wieder ein Smurf, Alter. Jetzt werde ich reported, ich werde runtergerankt. Jeder wird Im Lucio Ball Master, aber wer ist nicht in Lucio Ball Master, ne? Goro anscheinend. Oh, geslice. Ist auch so geil, weißt du? Discord schickt gerade
Discord-Partner-Partys-Einladungen rum. Ich krieg die gerade, weil Discord-Partner. Und die ist einfach in San Diego. Klar, für die Discord-Party. Klar, können wir mal machen. So, ich würde sagen, damit Niffy auch nach San Diego kann, lass ja, macht mal noch klickt mal ein bisschen Abo Werbung und an. Und wir sehen uns das nächste Mal. Donation-Link ist in der Beschreibung. Haut rein.